Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem Tutorial. Es geht heute darum, wie man seine Webcam mit aufnehmen kann, denn ich habe eine Frage bekommen von einem Abonnenten, einem Zuschauer. Und die Frage kommt sicherlich häufiger vor, wie ich denn meine Webcam immer dabei aufnehme und die dann immer synchron mit dem Video dann einfach abspielen lasse. Die Frage kam aber von The Anti-Let's Player, um ihn hier mal einmal zu erwähnen. Und erstmal, das ist ein schickes Wallpaper. Und wir brauchen als allererstes Windows Live Movie Maker. Diese Version könnt ihr eigentlich einfach stumpf im Google suchen. Der Link ist auch in der Beschreibung. Ich werde das alles in der Beschreibung packen. Und das braucht ihr erstmal. Das ist das Grundgerüst, was ihr braucht, um überhaupt eure Webcam aufzunehmen. Denn wenn ihr dann nun auf hier, müsst ihr dann auf Webcam-Video klicken. Wenn ihr darauf klickt, dann seht ihr jetzt hier oben, hallo, meine schöne Lampe. Und das Einfachste ist dann einfach, ihr drückt einfach auf Aufzeichnung. Nehmt alles auf, bla bla, drückt dann auf Anhalten und dann speichert ihr es einfach als Datei auf eurem Desktop. Und so habt ihr erstmal schon mal eure Webcam aufgenommen. Dann öffnen wir Vegas oder das Testprogramm, was ihr jetzt gerade habt, ich weiß es ja nicht. Dann hätten wir hier unser Video, da bin ich jetzt hier, da der olle Kacklappen. Und in Vegas wäre das eigentlich auch ganz einfach, wir können uns nämlich einfach hier dann... Whoop. Muss man hier ein wenig rauszoomen. Können wir uns einfach, wenn wir das hier groß genug haben, können uns jetzt einfach mal so da in der Ecke packen. Momentchen. Muss man halt immer so ein bisschen mitspielen. Man kann hier sich dann so ein Preset am Ende bauen. Dass man das so dann auch ein bisschen größer hat. Und also auf jeden Fall so kann man das dann da oben schon mal in die Ecke bringen. Nur wenn wir dann jetzt hier ein anderes Video reinpacken, dann ist schon mal klar. So, ich habe jetzt hier einfach mal ein Video genommen, was ich schon hochgeladen hatte. Das war jetzt hier Lost the Lights, wie ihr seht. Da bin ich sogar oben rechts schon. Deswegen lasst euch nicht davon stören. Deswegen ist schon mal klar, wir müssen auf jeden Fall über dem Video sein. Das heißt, unsere Ebene muss über diesem Video liegen. Und wie ihr seht, ist das auch schon eigentlich die ganze große Kunst dahinter. Dann habt ihr nämlich hier oben eure Webcam. Und wenn wir das mal hier jetzt abspielen lassen würden, so ohne Sound am besten, so, dann seht ihr, dass ich da oben rede und mich bewege. Es gibt keinen schwarzen Rand etc., weil das hier hinter mit diesem weißen und dem roten Schein, das habe ich nochmal als einzelnes als PSD eingefügt. Das habe ich in Photoshop erstellt. Und das ist, wie gesagt, eigentlich die große Magie dahinter. Ihr müsst einfach nur... Windows Live Movie Maker müsst dort dann auf Webcam-Video gehen, eure Webcam müsst ihr dann aufnehmen und ihr müsst gegebenenfalls, denn ihr müsst ja immer erst auf Aufzeichnen klicken, dann ins Spiel gehen, dann die Taste für Fraps oder welches Aufnahmeprogramm ihr benutzt, drücken und dann müsst ihr anfangen zu reden. Also das heißt so viel wie, ich mache das immer so, ich gehe in Windows Live Movie Maker, drück Aufzeichnung, gehe in das Game, 3, 2, 1, zack, drück auf die Aufnahmetaste richtig schön laut, damit man das hört. Und dann kann man halt hier genau an diesen Hüllkurven hier, an diesen Lautstärkeregelungen, kann man genau sehen, wo halt der Schlag kam, denn das ist dann sehr, ja, das zeigt sich dann halt hier. Ihr seht ja, hier sind entweder so kleine Aushöhlungen oder ganz große. Da schneidet ihr das Video dann einfach, macht den anderen Teil weg und habt das dann. Denn ich muss das immer zurechtschneiden, weil ich natürlich über mein Mikrofon aufnehmen möchte, was hier extern steht, habe mein Großmembranmikrofon und nicht das Webcam-Mikrofon, denn das ist von der Qualität sehr schlecht. Und deswegen ganz einfach Video reinpacken. In Vegas wäre das dann dementsprechend hier dieses Video-Event FX. Da könnt ihr euch hier ganz hässlich hier ins Video machen. Und ich würde sagen, oh Gott, da hatte ich gar keine Mütze auf. Oh Gott, das darf gar nicht an die Öffentlichkeit. Was tue ich jetzt? Ihr habt das niemals gesehen. Bis dann. Tschüss.